So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video. Wir spielen heute Widget gemeinsam mit Moggy, Fully, Hockey, Ricky, Deschke, Maeve und Johnny. Außer Deschke solltet ihr alle von TTT kennen. Und wir haben ja einfach so einen TTT-Server und da hat Moggy gefragt so, yo, wollt ihr mal Widget spielen? Und ich fand noch, diese Interaktion fand ich sehr lustig. Ich habe so meine ein, zwei Minuten Widget. Aber nichtsdestotrotz, kurze Einleitung einfach für euch. Widget ist zwei Teams, Hexen und Jäger. Die Hexen müssen sich verstecken und können sich in Objekte verwandeln und haben so ein paar magische Fähigkeiten, können fliegen, können so falsche Objekte erscheinen lassen, die Jäger verwirren und so weiter. Und Jäger haben irgendein Wurfobjekt, was sie auf die Hexen werfen können und Nahkampf. Und wir fangen als Jäger auch an. Ich möchte noch anmerken, die anderen alle haben das Spiel vorher nie gespielt. Heißt, in der ersten Folge sind alle noch so ein bisschen am Reinfinden, aber spätestens ab Folge 2, da waren dann richtig gute Runden schon dabei. Also wünsche ich euch trotzdem schon mal viel Spaß mit der ersten Folge Widget, die jetzt auch, glaube ich, alle zwei Tage oder so kommt. Keine Ahnung, ab und zu halt. Ja, viel Spaß mit Widget. Hallo, willkommen. Hallo. Wir spielen Widget und wir wissen, das ist ein Spiel, in dem man sich versteckt. Wir werden gleich die... Oh Gott, ich muss Versteck finden. Warte, kannst du nicht die Jäger erklären? Ja. Man kann jetzt die Ausrüstung ändern. Was wir suchen diese Prop-Hunt. Fähigkeiten? Prop-Hunt mit Hexen. Ja, genau. Ja. Und ich war noch nie Searcher. Ich habe keine Ahnung. Ich war nur im Testrun einmal Witch. Okay, die Searcher, die gehen in den Walkie-Channel. Die gehen jetzt in den Walkie, ja. Achso, ja, stimmt. Wir gehen mal Walkie. Okay. Oh, es ist auf einmal so still. Oh, man kann die Tür öffnen. Gott, ich habe doch keine Zeit. Ich muss doch suchen. Lass uns andere. Achso, Johnny. Okay, auf Tab sehen wir, wer alles dabei ist in der Runde. Pulli, Moggy, Hockey, Ricky, Deschke, Maeve und Johnny. Hallo. So, und was passiert, wenn die sich ertappt fühlen? Dann rennen die vor dir weg. Du kannst mit V Nahkampf und mit Linksklick kannst du halt deine Sache werfen. Ach, mit V kann man Nahkampf machen. Boah, man kann die Arschbombe machen, jetzt verstehe ich das. Zack. Oh, ich hab einen gefunden. Stark, Maeve. Da, oh mein Gott. Da ist dann noch einer von mir runtergefallen. Nice. Da, das mein Huhn sagt, bewegt mein, sich. Mein Huhn sagt, hier ist was in der Ecke. Hey, der Schausack hat sich doch gerade bewegt, ich hab's genau gesehen. Da, der Kartoffel sagt. Alter, wir vernichten ja komplett. Hockey ist kaputt. Stark. Let's go. Ich bin krank. Ich muss auch mal meine Fähigkeit einsetzen. Ich hab das noch nie mit so vielen Leuten. Wie hab ich denn, das Huhn ist wie gut. Hab ich denn das gemacht? Die Stampfattacke gerade. Ah, so. Rechtsklick, ja. Oh mein Gott, wie springe ich denn so hoch? Ich finde die Idee gut mit den getrennten Channels. Das ist jetzt nicht so. Das Steuerung erstmal reinkommen. Viel Gespräch. Ja, voll. Und wir können uns auch so schön teammate-mäßig unterhalten. Ja, und falls wir einen sehen, uns rufen und so. Wichtig. Oh Mann. Ich hab einen gesehen. Wir sollten die Map einteilen in so Namen. Also der Garten, okay. Das Dorf, irgendwie so. Hier bei den Rauch in der Nähe? Da, ich hab ihn. Bei dem Rauch. Ja, hier sind überall. Ich hab einen gefunden, hier in dem Haus. Pulli war drin. Oh. Mein Huhn ist ruhig im Haus. Ich glaube, der eine hat diese Fähigkeit eingesetzt, dass er in ein anderes Objekt direkt rüber geht. Hier hat einer ein Bett gespawnt. Es muss also in seinem Sechtfeld hier liegen. Wo ich habe eine Pizza auf dem Dach. Die ist doch nicht echt, oder? Nee. Doch ist sie. Nein, diese gespawnten Objekte machen immer ein Geräusch. Ah, die gespawnten, die machen auch so einen Schrei, ja? Ja. Okay. Und das Huhn ist auch recht ruhig, aber du kannst das Huhn auch selber mit seinen Sachen abwerfen, um es so ein bisschen zu bewegen. Denk doch mal auf den Dächern. Oh lol, was kann ich? Oder? Was ist das hier? Ich weiß nicht, was du für eine Holy Fähigkeit shit! Hast. Ui! Peng. Yo! Da hab ich mir. Ich bin Pinball. Mein Huhn findet nichts. Ich bin diese Actionkugel aus diesem Windows-Spiel, was ich damals geliebt habe und immer den. Mein Huhn schlägt aus hier in der Ecke. Hier unten. Irgendwo hier ist einer. Du hast so ein Radarhuhn. Okay. Wo bist denn du? Da, der Apfel, oder? Nee. Schlägt's immer noch aus? Warte, ich hol mir die. Ich glaube irgendwo bei dem Baum hier oder so. Ich hol mir die alle. Eine der 1000 Birnen. Oder, ich hab was gehört. Der ist abgehauen, oder? Ich hab irgendwas erwischt, glaube ich. Warte. Ich hau doch mal ein Huhn raus. Nee, ich glaube, ist abgehauen, ja. Digga, was zum Fick ist meine Fähigkeit? Ja, ist abgehauen. Ich komme aus dieser Fähigkeit gar nicht mehr raus. Welche Fähigkeit? Ist irgendwer in unseren Spawn reingegangen? Nee. Ach, du rollst die ganze Zeit so rum. Ich roll die ganze Zeit rum. Ja, kannst du doch gut verfolgen. Holy shit! Da auf dem Gebäude liegt ein Buch? Nee. Ich hab einen Zauber gehört. Hier bei mir. Okay, ja, ich seh's. Oh shit, let's Dash go. Dash ist die letzte Held. Okay. Hey, liebe Pizza. Ich schnapp sie mir. Irgendwo hier sind sie. Da in der Ecke. Hier, wo mein Huhn schlägt aus. Irgendwo bei den 1000 Gegenständen. Das Huhn ist ja ultra mies. Ja, das Huhn ist must have. Ich hab gerade gehört, wie er sich, glaube ich, verzogen hat. Aber ist irgendwo auch hier.
Hier, ich mach hier Rambazamba jetzt. Zack, zack. Da, da, da. Boom, boom, du hast das getroffen. Boom. Hier ein Heuballen. Ja, ich hab's. Wir haben gewonnen. Nice. Good job, Hunter. Good job, schön. Hunter. Cool, dann können wir jetzt wieder zu den anderen runter. Anscheinend. Lol. Direkt als die Runde losging. Ja. Haben wir einen verloren? Wir haben gerade einen verloren. Johnny ist einfach gegangen. Johnny ist verschwunden. Johnny meinte doch, sein Discord schmiert ab. Wahrscheinlich deswegen. Oh, warum auch immer. Okay. Schon wieder? Direkt als die Runde losging, habe ich gesagt, Maeve und Zombie suchen, wir werden verlieren. Es war aber knapp. Hi, Johnny. Irgendwas in dem Spiel verträgt sich nicht mit meinem Discord. Discord wird immer geschlossen. Überträgst du das Overlay oder so? Nee. Hast du das Discord-Overlay an? Vielleicht deswegen, ja. Also generell, mein ganzes Windows hat sich kurz resettet, aber meine Aufnahmen und so lief noch. Okay. Aber Explorer und so war kurz weg. Ich habe eingestellt, dass man Discord sieht, aber es sind zwei verschiedene Channel, deswegen sieht man es nur in dem Verstecken-Channel. Ich bin Walkie. Nice. Oh, ich bin Witch. Ah, das ist Talkies hier, ne? Dann sieht man direkt mal beide Seiten. Okay, gibt's nur diese eine Map hier? Nee, es gibt 50 Maps. Super viele Maps oder so. Wir spielen pro Part eine, würde ich sagen. Ich glaube, wir brauchen mehr Zeit zum Verstecken? Ja, ich habe nie Zeit. Junge, ich war vorhin auch super spontan, einfach dann so vor so ein Fass und so. Ich bekomme das gar nicht hin. Wir haben jetzt noch 10 Sekunden. Ich hatte keine Zeit. Die Gang läuft los und wirft ihre Hühnchen. Oh, nein, diese Hühner. Oh. Ey, Fuddy ist bei mir. Du bist auch so eine Birne, oder was? Ja. Warte mal. Ich hab so Angst, dass du bist aber nicht die in der Schale, ne? Nee. Du musst mich eigentlich durch die Wand sehen. Ich seh dich. Du bist hinter der Kiste. Genau. Voll auffällig, dass da so eine Birne ist, oder? Na, hier ist einiges ein bisschen durcheinander. So ungewohnt, die ganzen Leute gar nicht zu sehen oder zu hören. Okay, ich glaube, das ist ganz okay. Ja, ich sehe auch auf jeden Fall eure Name-Tags hier. Oh, Johnny, bist du auf dem Dach da oben? Ja. Stark. Ja, du kannst fliegen. Irgendwer rennt die ganze Zeit beim Q-Item hinterher. Aber ein kleines Item macht super wenig HP, ne? 10 HP habe ich. Was bist denn du? Wie klein bist du? Ich bin ein Buch. Ja, ich hatte auch vorhin nur Objekte mit 10 HP, aber jetzt habe ich 25. Oder ich verwandle auch wahrscheinlich nicht in der Aufnahme, nur in den Test. Wäre das krass? Aber wir können die gar nicht unterscheiden, die Jäger, ne? Die sehen einfach gleich aus. Ja, die sind gleich aus. Runtergefallen. Johnny, ich hab's gesehen. Johnny, du bewegst dich zu sehr. Ja, stark, Fully. Wechsel doch den Prop. Seid ihr dumm? Ich hab doch gerade die Prop gewechselt. Das ist eine Leiter. Ja. Hey, ich rufe mich auch mal auf zwischendurch, um einfach mit euch zu reden. Auch wenn alle am Labern sind. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie man das besser umsetzt, wollen wir reden oder so, ist alles gut. Ich hab ja auch mal Props noch hin, ne? Mit Co. die ganze Zeit. Ich glaube, es sind Vollidioten. Ja, ich bewege manchmal welche. Aber irgendwie versuchen die immer nur dieses Fake-Prop zu jagen. Okay, sie haben das nicht gesehen. Also, guck mal, wo ich bin. Ich spamme das auch mit Kuh gerade ganz ehrlich. Ja, das ist auch witzig, so ein Fake-Prop zu werfen. Johnny fliegt einfach. Oh, geh weg. Ja, Johnny, du bist so. Ich bin so down. Wie auffällig. Ja, ich hätte am Anfang die ganze Zeit da oben bleiben sollen, aber ich dachte, ich könnte mich in eine Leiter verwandeln. Die ist aber runtergefallen. Das war ein bisschen gemein. Oh, das war knapp bei mir. Oh, das. Oh, Gottes Willen, die sind direkt neben mir. ich leg die ab mit Props. Oh, Ricky, das ist stark, tatsächlich. Ja, so ein paar Props droppen, das kann man auch mal. Ja, Zombie kann man auf jeden Fall machen. Ah, nee, das war Hockey. Ja, Gott, Hockey. Immer mal Zombie, pass auf! Ja, ich muss meine Musik weiterspielen. Oh, hier oben auf dem Dach, da. Also bisher Tropfen. waren wir voll safe. Oh. Ja. Ja, ihr überlebt das. Oh, hi. Zombie ist ein bisschen am Arsch, aber ihr überlebt. Ja. Lach mal ein bisschen. Aber wieso wir gewinnen, das Buch Zombie war ich stirbt? Auch so. Nein, ich chill. Alles gut. Okay, krass, das könnte geklappt haben. Ricky ist auch ein Buch. Nein, hat's nicht. Das hat sowas von nicht geklappt. Oh, oh. Man kann's ja probieren. Ich höre das Gelächter. Oh. Ja, ich dachte mal, wir machen mal ein bisschen Lärm. Also, wo sind denn die noch leben? Das ist natürlich richtig mies, ne? Ach, da. Ja. Ich bin eigentlich voll eine auffällige Birne. Zwei Birnen. So eine auffällige Birne, der Fully. Leben nur noch zwei? Nee, drei. Ricky ist auch noch da als Ich halte mich hier noch als Buch. Ich bin das Buch der Wahrheit. Oder der Stärke. Das also Hockey wird auch sehr lange nicht gefunden werden, wenn sie da nicht zufällig halt. Ja, aber ich meine, das Huhn hat eigentlich mich gerade verraten, aber niemand ist hier hingekommen, glücklicherweise. Nur noch 45 Sekunden, meine Damen und Herren. Das schaffen wir. Ja, das klingt gut. Solltet ihr hinkriegen. Hockey, wenn einer hier auf uns geht, der andere muss dann ablenken, ja? Ja. Jojo. Nee, warte, was soll das heißen? Das bedeutet, dass sie einen von euch finden und der andere sich auch sichtbar macht. Das ist ein schrecklicher Plan. Nein. Der eine lenkt halt ab, so dass sie auf den gehen und versuchen, ihn zu jagen, sodass wir Zeit auf Zeit spielen. Der gefunden wird, der.
Der oh, gefunden wird, der spielt so lange auf Zeit wie geht. Und ganz weg. Oh, das hungert richtig. Brauchen wir aber geworden, das können die nicht schaffen. Sie haben sich gesehen. Sie haben sich gesehen. Lol, das waren viel zu gute Verstecke, Jungs. Stark. Ich wünschte, ich hätte mich nicht in eine Leiter verwandelt. So verzweifelt. Diese Fake-Props sind so geil. Das macht so Spaß, die irgendwie zu droppen. Fake-Props? Ich habe leider keine Fähigkeit, aber ja. Ja, die Hexen können das machen. Geile. Stark. Geile Meile. Let's go. Peace. Yeah. Das habe ich nur gecarried. Da haben sie sich versteckt. Aber hier immer. Die ganze Zeit. Richtiges Recht. Ich? Ja. Hab niemanden gefunden. Ich habe gesagt, Fake-Props geworfen. Wollen wir vielleicht sagen, dass die Hexen, die tot sind, nicht mehr reden dürfen, weil sonst können wir die ganze Zeit sagen, wo die Jäger sind und sowas auch. Oh ja. Okay, ja. Und dann ist es auch ein bisschen ruhiger und spannender. Oder wir dürfen und so. Nicht darüber reden. Können wir machen, ja. Okay. Nee, ich finde das mit dem ruhiger auch cooler, glaube ich. Ja. Oder die toten Hexen gehen in den Geheimraum. Ja. Oh, wer will, kann in den Geheimraum reden. Ja. Wer reden will, kann in den Geheimraum gehen. Das wir, gut. Wir haben drei Voice-Channel. Ja, wie Johnny sagt, wir müssen ja nicht unbedingt darüber reden. Aber wenn ich in so einer Scheune bin, wir müssen ja nicht darüber reden. Ja. Nee, wir warten noch, bis alle bereit sind. Achso, okay. Ich bin einer. Ich bin eine Witch. Okay, ich bin wieder Sucher. Junge, ich muss mich nie von diesem Raum wegbewegen. Das ist ganz sehr entspannt. Es gibt auf der Map richtig viele so Gegenstände auch im Boden und sowas versteckt oder hinter diesen Wänden, wo man nicht durch darf. Aber es ist immer so ein bisschen random, ihr, wo wir sind. Würdet ihr die Zeit höher machen auch oder bin ich da irgendwie jetzt? Zum Verstecken am Anfang? Ja. Ich meine, du kannst ja die ganze Runde noch weiter rumlaufen. Tatsache. Ja, hast schon recht. Ja, gut, aber irgendwie. Irgendwie bekomme ich da. Weißt du, ich werde irgendwie zu nervös, wenn die Zeit so runtergeht und so. Aber ja, theoretisch könnte ich mir die ganze Zeit bewegen schon mal. Ich hab das dümmste Versteck ever. Oh, hallo. Ich wünschte, ich würde es sehen. Also, ich bin zu dem Spawn gegangen, hab mich dann aufs Dach gestellt, hab gewartet, dass sie rausrennen und hab mich dann in Heuballen verwandelt. Nein. Niemand aber wird hier jemals suchen, oder? Kann man da wieder reingehen eigentlich? In den Spawn? Ich bin nicht drin, ich bin drauf. Der Spawn ist offen, nachdem die da angefangen haben. Ja, ich bin hier zur Mitte. Hey, ich bin gerade als riesige Bank vor jemandem weggerannt und er ist mir gar nicht gefolgt. Maeve, was geht denn jetzt? Junge, Maeve ist gerade so eine Toilette gewesen. Maeve, alles okay? Nein. Ich bin da so lustig zur Mitte. Gar nicht, ist okay. Nicht mal. Oh mein Gott, doch, Maeve, nein, Maeve, nein. Ich kann einfach hier chillen. Moggy hat Maeve. Oh, da kommt das ein Sucher. Ich muss mich so verstecken auf dem Dach hier. Die Drehung der Gegenstände ist bei allen genau gesynkt, oder? Also ich sehe genauso aus, wie ich mich hier sehe. Ja? Ja. Okay. Ah, okay. Ja, weil ich habe sehr viel Mühe aufgewandt, dass mein Apfel gerade steht. Falls ihr weglaufen müsst oder so Shift gedrückt halten, hilft so ein bisschen, weil man so aufrecht ist dabei dann. Er hat dich nicht gesehen? Ich bin ja auch hier versteckt. Was meinst du? Ist er weg? Ach du Scheiße, was? Ich glaube, er ist an dem Ball gesprungen. Ich hätte so viel eher fliehen müssen. Ich wusste nicht, dass er mich so schnell umbringt. Das war so praktisch gerade, weil ich bin so ein Ding, so ein Windrad und ich liege halt die ganze Zeit so auf dem Boden und mit Shift kann ich mich halt aufrechnen. Das macht so viel mehr Sinn für meinen Versteck. Oh, das ist super. Ja. Wer guckt mir hier gerade zu? Weiß ich nicht. Irgendjemand ist tot und im Geheimraum wahrscheinlich jetzt ganz allein und wartet auf Gesellschaft. Nee, gerade ist keiner im Geheimraum. Oh. Aber, hä? Er hält sich an die Regeln. Ist wahrscheinlich Maeve. Ja. Guck mal, da unter mir ist ein Jäger. Alter, das Aufrichten ist so sinnvoll. Der wird die Hexe niemals sehen. Oh, der hat sich aus denen getroffen. Oh. Pulli? Ja. Ich werf so ein paar Fake-Props, vielleicht fallen sie drauf rein. Oh, sie sind wirklich drauf reingefallen. Einer ist echt auf dem Fake-Prop rein. Schaffst du das? Ist hin? Ich geb mein Bestes. Ich versuch's zu überleben. Shit. Wie viele leben noch von uns? Also ich lebe noch. Wer lebt noch? Nur wir beide, glaube ich. Ah ja, du bist da unten, Aber ich weiß nicht, wo du bist. Über dir auf dem Dach. Ach ja. Hey, du bist ja aber eine Hexe. Ja, ich habe mich noch nicht verwandelt. Wie viel hat man als normale Hexe? 50. Stark. Eine Minute noch. Ja, die können da aber schon hoch, oder? Wahrscheinlich, ja. Bin mal ganz wild unterwegs. Ja, also irgendwie finden die mich nicht hier unten. Kann ich das einfach da vor die Tür schieben? Ja, ich blocke hier einfach alles.
Aber man kann es gar nicht näher hinschieben. Ich darf den Spawn gar nicht blocken. Als ob du einfach erst eine Hexe bist. Es gibt halt echt viel abzusuchen auf der Map. Er ist wirklich einfach eine Hexe. Das Ausrüstung ändern? Oh, ich kann hier auch meine Zauber ändern. Ja, mach die werden das mal nie so. Hier reingehen, die wissen nicht mal, dass das hier ein Schuppen ist. Ja, sie spawnen hier drin, ja? Ja, stimmt. Bist du in ihrem Spawn? Ja, das ist deren Spawn. Moin, das geht, Junge. Wo sind die denn? Ey, kannst du mal auf... Achso, ja, okay, dann geh ich da rein. Die Geister können gar nicht durch Wände. Wie geil ist denn das? Ich hab bisher nur gewonnen, weil ich mit Zombie die ganze Zeit im Team bin, glaube ich. Der war doch Zombie, oder? Der hat es so getortet, doch? Ja. So schwer als Jäger. Wenn ihr wüsstet, dass ich die ganze Runde nicht verwandelt war. Ihr wollt nicht wissen, wo er gerade war. Und er war kein Prop. Er war immer nur eine Hexe. Ich wollte noch zwischendrin fragen, wie man sich zurückverwandeln kann, aber irgendwann wurde es mir dann bewusst. Ey, man kann sich zurückverwandeln mit Linksklick gedrückt halten. Okay. Lass mich kein Sucher sein diesmal. Kein Sucher, kein Sucher, kein Sucher. Ja, Hexe ist viel cooler. Nicht. Bitte Sucher, bitte Sucher. Hexe ist schon lustig. Oh nein, wenn... Hexe ist schon witzig. Achso, damit mit Kuh hätte ich das machen können. Ich finde beide richtig schön, das Spiel. Ja, ich mag auch beide. Es ist schon ganz gut. Es macht sehr viel Spaß, ja. Es hat aber auch mehr Maps, oder? Gegen den geheimen Raum entschieden, wenn jemand gestorben ist. Ja, es ist... wir waren einfach ruhig, die Toten. Ich fand's okay. Wir waren wirklich geredet. Yes, Hexe! Sucher! Hexentime. Wo ist deren Spawnraum? Ich will da jetzt mal rein. Ich finde das. Oh. Warum war der gerade noch hier drin, als ich das gerade erzählt habe? Ja, ja, wo ist der Spawnraum von denen? Da Richtung Moggy halt. Oh fuck. Ach, das ist eine Buch da oben. Hä, warum warst du gerade außerhalb der Map? Oder kann man, ach so, man kann da stehen. Ich stell mich in die Ecke, ich bin jetzt eine Kiste. Haben sie irgendwie drehen oder so? Oh nein, ich hab's verkackt. So drehen kann man sich nicht, ne? Nee, nee. Aber hey, guck mal, dieses... Aber dieses Shift aufrechtstellen war schon mal ganz gut. Oh, sind Gott, die an mir gerade vorbeigelaufen? Ja, ist gerade eine ganz enge Situation zwischen uns hier. Schau mal, ich werf da jetzt mal einen Fake-Prompt hin. Fällt drauf rein? Oh, Achtung! Was ist denn hier? Was ist das denn? Ach, die Fake-Props kann man richtig weit weg. Ja, ja. Die gehen immer rein, wo die Maus ist. Ich kann die voll damit voll spammen. Oh, ich wusste nicht, dass man die so weit wegwerfen doch, kann. Doch, da wo du hinschaust. Die folgen unendlich lange. Solange du Kuh gedrückt hältst. Deske, Johnny und Fully suchen. Ach so, ich kann die sogar so bewegen. Ja, ja, genau. Lenkt den doch nicht zu mir rüber! Doch, das geht, das kann man machen. Ach so, ich kann die bewegen, oh lol. Könnt euch da so ein bisschen trollen. Okay, du kannst den Prompt nicht einfach zu mir rüberlegen. Oh mein Gott, das ist so fies. Schaut euch den an. Gut. Oh nein, ich bin ein Fass, ich bin ein Fass, ja. Oh nein, er checkt die Kisten. Das war ja so gut. Er hat sich von diesem Fass so verarschen lassen. Oh mein Gott. Das ist so unfair mit diesem Fake-Prop. Es ist halt wirklich gemein, ey. Die ist so krank. Vor allem, sie erwischt den Fake-Prop nicht mal. Der braucht so ewig, um diesen Fake-Prop überhaupt zu erwischen. Triffst du meinen Fake-Prop nicht? Ich bin sogar stehen geblieben einfach. Ich bleib auch mal stehen. Ich würde liebst jetzt hinfliegen und gucken, wer das ist von denen. Zwischendurch immer ein paar Geräusche machen ein bisschen. Mein Tipp ist Johnny. Nein, nein! Nein, mach den Prop doch nicht über mich hin! Nein! Renn, Moggy. Oh Gott. Nein! Sie haben mich immer noch! Hilfe! Da kommen sie alle zu dir gerannt. Wer hat mir das angetan von euch? Niemand? Ich weiß nicht. Nicht der Apfel. Jetzt, ob du jetzt wieder zur Hexe wirst. Wie überlebst du so lange? Okay. Und was habt ihr gemacht, wenn man tot ist? Einfach nicht zum Spiel sagen. Einfach weniger gesagt, allgemein, ja. Okay. Vor allem hat nicht zum Spiel geschehen, aber. Genau, Morgi, aber die Fresse. Oh mein Gott, bei mir sind 3 Stück. Alle 3 sind bei mir gerade, weil ich die mit den Fake-Props gerade hin und her locke. Ja, wenn man die Fake-Props sieht, weiß man ja, dass die Person da hinsehen muss, an die Stelle auf jeden Fall. Ja, das ist wahr. Aber gut, Leute. Aber es ist sehr interessant, das mit den Fake-Props mal zu sehen, wie das eigentlich läuft, wenn man einen sieht, dass dann der eigentliche Übeltäter irgendwo in der Ecke einfach nur sitzt. Ist gar nicht, was du meinst. Die Fake-Props eigentlich, die kann man eigentlich komplett ignorieren, weil man die so über so weite Distanz machen kann. Ja. Ja. Das ist eine Lektion, die die noch nicht gelernt haben. Moggy, siehst du das? Ich seh's.
Oh, Ricky. Kuckuck. Gefährlich. Kuckuck. Hier hinter euch. Hallöchen. Wollen Sie sagen bestimmt, oh, da ist einer, ich hab einen. Oh Mann, guck mal bei mir. 4 Minuten. Bei meinem Versteck an. Oh mein Gott. Das ist richtig eklig, oder? Oh. Nein. Oh, das ist so ein ekliges Versteck. Oh, das haben wir mich noch gefunden. Oh, ich glaube, ich muss was anderes als das Huhn bei mir als Sucher reinpacken. Ich muss was Aggressiveres haben. Oh ja, ich habe so eine Kugel, wo man sich so rollen kann. Das ist ultra krass. Oh nein, du bist runtergefallen. Oh nein, du lockst ihn her. Nein, nein, nein. Nein, nein, ich kann nur von ihm. In 10 Sekunden kriegt ihr euch nicht, keine Sorge. Nee. Da bist du da oben, schau mal. Ich bin zu schwerfällig. Und hier auch nicht. Wir haben eh verloren. Wo bin ich hin? Oh Gott, ich klitsche durch. Wo ist Wave hin? Krank. Also, ich hatte solche scheiß Fake-Props, ne? Ja, es ist interessant zu sehen, dass wenn jemand die Fake-Props immer umherschleudert, dass der eigentliche Prop irgendwo einfach nur in der Ecke sitzt und nichts macht. Ich meine, klar. Fake-Props, was jeder wissen sollte, man kann die über sehr weite Distanz machen. Oh, und man kann seine Mithexen verraten, falls man so eine Parkbank 500 Mal über Mauji reibt. Ich habe zu schlechtes Aim für das Game. Selbst wenn ich jemanden verfolge, trifft keine meiner Kartoffeln. Nee, du musst halt ziehen. Umso mehr du wirfst, umso weniger Stärke haben die auch. Ach so, ich darf sie nicht spammen. Okay. Nicht zu sehr, ja. Ja, unten wird so dieser Balken halt immer voll. Genau. Ich hoffe, ich darf mal suchen. Ich nutze mal neue Sachen. Ja, gut, ich will verstecken. Oh, schon wieder Hexe. Okay, Hunter. Ja. Nave, Johnny, Fully. Ey, langsam reicht's. Ich bin ja nur noch. Tom wäre auch. Du bist schon seit Runden nur Verstecker. Ja, ich war nur die erste Runde. Einmal Sucher. Was nehme ich denn? Irgendwas Lüttes. Ich bin eine Flasche. Ich auch. Das wissen wir, aber welcher Prop bist du? Keine Ahnung, was Fully? Ach, Fully ist Sucher, okay. Oh, ich bin gut unterwegs, würde ich sagen. Ich hoffe, mir nimmt es jemand übel, dass ich ein bisschen das mit den Fake-Props, Nee. Aber mal schauen, ich glaube, ich sehe hier, okay. Ich hab hier noch genug Gegenstände und Sachen. Oh, das war so knapp. Was ich mir jetzt auch als Sucher reingemacht habe, war... Mal, schau mal, nicht so... War so ein bisschen aggressives Zeug. Ich hab diesen... Das Hühnchen und diesen Sauger. Wieso tust du mir das an? Ich hab den... Ja, den Sauger hab ich auch rein jetzt. Den oh Sauger mein Gott. Der Sauger ist echt gut. Ich hab mir dieses Ding hier geholt, was die Menschen angreift. Shit, ich fall gleich vom Dach runter. Das war so knapp, ich hab ein Hapo. Ich wollte dich damit nicht auflaufen lassen. Du bist die ganze Zeit auf mich rumgerollt. Ja, ich fand's eigentlich nur lustig, die ganze Zeit bei den Sporen rein und raus zu. Was mache ich jetzt eigentlich am besten? Ich bin ja ein bisschen in der Bredouille. Ja, aber gut, dann habe ich die ein bisschen von dir abgelenkt. Immerhin. Jetzt, also. Ich hab jetzt noch exakt ein HP, ja? Nein, bleib doch da oben, du Flasche. Oh, da hat einer ein Hühnchen hingeworfen, da sollte ich nicht drinstehen. Na, komm. Okay, wer auch immer tot ist, was hältst du von meinem Versteck? Ich schaue. Oh, stark, stark. Boah. Hallo, Maggie. Du bist der dritte Pfeiler quasi. Du verwandelst dich gar nicht. Ich versuche noch, was cooles. Oh, ich glaube, ich bin gleich tot. Da ist zumindest jemand auf dem Dach oben, aber er greift den Schornstein an. Die Flasche da drüben, was hältst du von der? Das geht ja echt weit. Oh, der kommt zu dir rübergehackt. Oh. Er hat dich. Die Flasche war zu auffällig. Warum sollte ich zu Zombie rüber? Ja, klar. Ich hab kein Problem. Oh. Ja, schade. Ja, die Flasche, da war ich zu mutig. Da hast du zu viel geparkt. Aber ich war auch eine Flasche, von dem her beide Flaschen sind aufgeflogen. Oh. Ja, es gab so richtig coole Sachen außerhalb der Map, aber es ist scheinbar alles jetzt randomized. Kann ich aber jede Runde suchen, dass ich die coolen Sachen finde, in die man sich verwandeln kann. Toll. Man konnte sich in so ein ganzes Haus verwandeln und sowas auch. Das war so richtig dumm. Kann man die Map verlassen oder was? Nee, man kann aber außerhalb der Map Sachen anklicken manchmal. Ah. Oder manchmal sind in Gebäuden so Sachen drin versteckt und so, aber scheinbar haben die es irgendwie so ein bisschen random gemacht, welche Sachen da sind und welche nicht. Ja, da gibt's Sinn. Mann, dass du wieder nur eine Hexe bist, ist so schrecklich. Ja, okay, dann bin ich jetzt ein Stück Käse. So. Also, dein Ding, ich meine, die finden dich ja nicht. Von dem her ist es ein gutes Recht, eine Hexe zu sein. Oh, Ricky? Ja? Oh, hinterm Klo das Buch. Oh, das olle zuverlässige Buch. Aber die finden dich auch nicht. Auf den Dächern ist man halt auch noch recht sicher. Und das, obwohl ich gerade abhaue als Kiste.
Brauchst du Abfälle? Ja, ich habe gerade was gestern. Ja, bestimmt ganz woanders. Vielleicht ist es gar nicht so doof, eine Hexe zu bleiben, weil die suchen ja Props und keine Hexen. Nee, wenn die eine Hexe... Wie viel Leben hat die Hexe? 50. Das wäre nicht mehr so schlecht, aber ihr wisst schon, wonach sie suchen, wenn sie eine Hexe sehen. Das war eng. Das war so eng. Nein! Ja, das war eng. Wir haben die nein, ja. Ich habe die ganze Zeit in deine Richtung gespammt. Props. Aber Dashcare ist weit genug entfernt, würde ich sagen. Ich habe was gefunden. Ja. Was ist das? Ich bin Kuchen. Ich kann die Kerze anmachen. Oh, ich wäre auch gerne. Nein, wie süß. Oh, was für ein cooler Kuchen. Ohne Witz, wo ist er? Ich will ihn nicht. Hier unten, da steht er am Rand. Scheiße. Also der ist im Boden drin irgendwie. Cool, ich bin Kuchen. Im Boden drin? Sie hat 60 HP. Oh ja. Ich folge mal einfach dem Jäger mal da. Die im Boden. Warte, ich sehe ihn auch nicht. Den sieht man nur als Hexe. Mhm. Weil der im Boden wirklich drin ist. Ich frag mal, okay. Wer ist diese Ratte? Oh, da ist er jetzt. Oh. Hm, was? Oh, das ist der Kuchen aus Portland. Ja. Okay, es gibt also wirklich so ein paar Sachen, geheime Sachen, die man hier finden kann. Das ist cool. Ja, das ist cool. Ja, hab wirklich also, drei Runden danach gesucht. Wer ist vor mir despawned? Das war so unfair. Was war das? Fake Prop. Das hat aber so ein Hexending. Ja, ich glaube, beim ersten Treffer macht so ein Hexengeräusch und dann despawns. Ach so. Okay. Ich meinte gerade noch so, wenn Zombie der Letzte ist, dann ist er bestimmt am Spawn. Nee, ich bin dir tatsächlich hinterhergelaufen in den Spawn rein. Okay. Ich hatte nur ein HP und dann bin ich aus meiner Zombie, eine Dinge Frage. Raus. Du warst das doch bestimmt, der die ganze Zeit hinter mir die ganze Zeit gelacht hat als Hexe, oder? Nee. Das war ich. Wer war das? Ich du, war Ricky. Wo warst du denn auf diesem Gebäude? Ach, ihr könnt unten rechts alle ready drücken auch. Ne? Dann geht's schneller los. Ich war hinter dem Klo. Oh. Okay. Ich darf suchen. Hexe. Yo. Hallo. Und suchen. Hallo, meine Sucher. Guten. Machen wir die Hexen fertig. Yeah. Du bist heute unser Teamleader. Du musst uns anführen, Zombie. Ich hab nur eine Banane. Ich führe niemanden an. Okay. Ich hab diesmal hier das hier mitgenommen. Der ist gut, der ist gut. Der macht die langsam und macht, dass sie nicht so gut fliegen können und so. Ich hab mir erstmal so einen Spider-Man-Haken genommen. Der ist cool, ja. Jetzt hat keiner von uns einen Huhn. Doch, ich hab auch einen Huhn. Okay. Huhn und Sauger. Aber hier sind Fake-Props auf jeden Fall. Irgendwo hier auf dem Dach ist eine Hexe. Die ist zu wagemutig. Okay. Zack. Starker Start. Ich sag dir gleich, der war nicht wagemutig, es war ein. Ich weiß nicht, was ich werden soll. Natürlich. So kann ich mir vorstellen. Okay, wo wollen wir denn hin? Oh, ich höre ein Lachen. Wir müssen das dieses Zimmer. Ah, da baut jemand einen Stuhl auf mich. Hier drin ist, glaube ich, eine Hexe. Wir können hier rein. Das kann also hier im Grün. Nee. Doch, da! Oh. Da war was. Sehr das war gut. Moggy. Moggy? Die Sau. Der hat das Lachen ausprobiert und wurde instant umgebracht, der Arme. Der lacht zwischendurch ein bisschen. Bisschen mehr Hints geben hier. Oh? Hier bei mir ist irgendwo was. Das Huhn hat angeschlagen. Okay. Ja. Wahrscheinlich oben drauf irgendwo. Hier sind drei Kisten. Das ist eins zu viel. Ja, aus! Ach, schade. Ich hab nicht getroffen. Ist ein Stuhl. Er ist die Holzkiste da hinten. Ja. Was ist er geworden? Käfig? Ist ein Grammophon? Ja, genau, danke. Ein Bett. Okay, das treffen wir. Jawohl! Haben wir. Da drüben! Klo, oh, ich seh ihn. Das war ein Fake-Prop. Ah, diese Fake-Props. Diese Fake-Props. Ich werf mal einen Huhn einfach da hoch. Fake-Props. Das ist nichts. Ich irgendwo hier chillen. Ihr könnt euer Hühnchen auch noch rumwerfen, ne? Oh. Hier, da. Da bewegt sich. Da geh ich. Ist das echt? Nee. Hier, sollen wir bauen? Der Stuhl. Ah, ja. Der Stuhl? Ist das ein Eimer? Okay, ja. Blumentopf. Kaputt. Sehr gut. Hockey ist die letzte. Hier, er läuft hier. Wo? Das könnte doch. Da, ja. Wo ist er hin? War es nicht einfach nur so eine Fake-Sache? Wo ist er hin? Ja, es könnte auch Fake-Prop gewesen sein. Mein Huhn hat hier ausgeschlagen. Wo? Hier in der Ecke, hier wo ich bin. Aber ich weiß nicht warum. Jetzt schlägt sie mich nicht mehr aus. Ja, hier auf jeden Fall hat das Huhn auch gerade ausgeschlagen. Ah. Hm. Vielleicht schlägt es auch bei diesen Fake-Sachen aus. Ich weiß es nicht.
das oh, hier, warte mal, hier die Flasche. Nee, die Flasche, ja. Ist weiterhin Fake-Prop, aber wo könnte der sein? Nee, die Flasche ist hier. Nee, wir haben, nee, es war ein Fake-Prop. Hä, aber wie war die so lange da hier, die Leiter? Wie war die Flasche so lange da? Okay, wir müssen ihn, irgendwo muss er doch sein, dieser blaue Schlawiner. Ah, da oben! Guck mal, da oben! Oder? Oben? Nee, das habe ich auch schon abgeworfen. Ja, okay. Huhn, Flieg und Sieg. Es muss ja da sein. Nichts. Er muss das ja von da auf jeden Fall sehen können. Sonst kann er den Popline nicht hinmachen. Ja, das aber... Das muss man ja echt weit weg machen. Das ist... Aber das Huhn hatte ich hier rausgeschlagen. Oh, hier ist die Kerze ein Fake-Prop. Bitte sei kein Fake-Prop. Bitte sei kein Fake-Prop. Es war ein Fake-Prop, natürlich. Okay. Oh, nur noch 30 Sekunden. Vielleicht am Anfang weiter? Ja, vielleicht am Spawn oder vielleicht... Da, der Käse! Der Käse! Er ist im Spawn! Der Käse! Ja? Ja, wir haben ihn. Haben ihn. Oder, nee, er ist eine Tomate, Tomate! Der, oh, das Seite ist raus, das Seite ist raus! Hab ihn! Ja! Ja! Stark, stark! Jawoll, stark! Oh, sehr gut! Oh mein Gott, das war so knapp! Boah! Der K.O.-Treffer! Das gute alte Käserad! Das ist unglaublich! Das war krass. Wir haben Level 5 erreicht. Aber ich hab nur ein paar Leute gefunden, weil Ricky jedes Mal richtig geschrien hat, wenn er das gesehen hat. Es tut mir leid. Nein, das ist doch gut. Das guter Mitjäger. Jetzt will ich auch mal Jäger sein. Oh, ich bin okay, wieder Jäger. Ich bin Hexer. Hallo, ihr drei. Ja. Die Gang. Die alle diesen Rattenkopf aufhaben. Ja. Yeah. Nee, nicht alle. Du nicht. Ja, ich nicht. Man kann den Nahkampf auch aufladen, glaube ich. Echt? Weil man kann ihn gedrückt halten auf jeden Fall. Aber kann nur das Set ändern? Ja. Okay, ich hab random gemacht. Ja, ich glaube aber Aufladen bringt nichts beim Nahkampf. Wie ist eigentlich diese Rolle, Zombie? Ist die krass? Kennst du die? Die habe ich noch. Die kenne ich nicht, ne? Die gab's glaube ich noch nicht, wo ich gespielt hatte. Ja, die ist ja. Wobei, die ist okay, ja. Mate. Oh weiß, mein Gott, die lag halt ein Kissen auf dem Dach. Was war das denn für ein Plan? Das hat Mogi auch schon gemacht, der war vorhin so eine Bierflasche auf dem Dach. Und die Hexe ist. Wie ist diese Hexe auch noch entkommen? Ich habe jetzt erst gemerkt, dass die Props vertauscht werden. Jeder Runde. Achso, ja, das ist so ein bisschen. Hier ist so eine Pizza, hier ist eine. Achso, okay. Bei mir, ja. Stark. Aber was hast du gesagt? Die Schläge werden schwächer, wenn. Die Würfe fliegen halt nicht mehr so weit, wenn du spammst. Ah, okay. Du hast unten so eine Ausdauer wahrscheinlich, ne? Das ist die. Ja, genau. Man kann übrigens auch gedrückt halten zum Werfen. Okay, Johnny haben wir erwischt. Hier ist wieder so ein Fake, der bewegt sich auch so komisch. Der ist fast da. In der Mitte das einfach. Ja, der ist gerade so, der hat sich gerade so, der hat sich so ein paar Mal im Kreis gedreht, so, der ist so ultra auffällig im Prop. Ich hab Dashcare erwischt. Nice. Aber wo könnte die Person raum? Die Hexen, wenn sie sterben, droppen die manchmal so Power-Ups. Ich hab gerade, dass ich so richtig schnell werfen kann. Manchmal schneller laufen und sowas. Oh, wie, was? Scheiße, was sind diese Pilze? Das sind deine Pilze, ne? Nee. Suchphase. Ach, das sind, ich bin in die fettlichen Sachen reingesprungen. Oh. Okay. Ich geh mal zu unserem Spawn zurück. Vielleicht auch gejumpscared hier. Ja, das hatte ich auch die ganze Zeit Sex, aber ich fand's ein bisschen useless. Vielleicht hab ich's auch nur falsch benutzt. Ich hab nur jemanden Fliegen gehört. Der Jumpscare ist halt gut zum Wegrennen. Ja, und. Ah, du droppst ihn auf die Gegner. Ja. Ich dachte hier, damit. Wo? Ah, okay. Ich dachte damit verfluchst du. Mit dir? Hm? Wo? Ja. Lauf eine Toilette. Ich seh's, ich seh's. Ich hab leider einen Jumpscare. Ein Eimer? Hab's. Ah ja, Eimer. Sehr gut. Abgefahren. Ich dachte, du verfluchst damit Gegenstände und wenn sie die schlagen, dann bekommen sie einen Jumpscare. Ach so, nee. Hey, hier ist einer, hier ist einer. Hier ist ein Huhn, ja. Schlägt aus. Irgendeiner ist hier, ja. Aber wo? Ich werf einfach alles ab. Und in das Haus auch rein? Ja. Hab's. Ja. Okay, nur noch Ricky. Okay, 1 Minute 40 und eine Person noch, das kriegen wir hin. Ja, es gibt hier echt viele Sachen. Ja. Das Huhn ist echt wichtig, glaube ich, ne? Ja, ich wurde gerade gejumpscared. Ja, wo denn? Wo denn? Hier oben auf dem Dach, aber ich weiß nicht warum. Ja, aber die können das durch Wände und so werfen, den Jumpscare auch. So, okay. Aber ist trotzdem vielleicht in der Nähe. Hier sind auch die ganzen Pilze bei mir. Oh ja. Dann ist der doch hier irgendwo, oder? Da bei diesen ganzen Käfigen hier liegen ja tausend Sachen.
bei mir hier. Oh ja. Stinkt aus, aber ich sehe wieder nichts wie ein Jumpscare. Das hat hier nicht angesaugt. Was könnte er sein? Nee, das bist du. Oh, jetzt bin ich auch jetzt bin ich in diesen Pilzen drin gewesen. Ich saug ihn an, da in dem Kegel muss er sein irgendwo. Ah, das ist ein Heuball. Sehr gut. Sehr gut. Die Hex, die Jäger gewinnen. Stark. Ja, war knapp. Aber sie haben mich doch gesehen. Es wird gejagt. Die Saurier. Darf ich jetzt wieder verstecken? Einfach hast du Junge, alle getötet? Diese Props, diese Fake-Props, die ihr damals gemacht habt, die sind einfach nur so die ganze Zeit so im Kreis, so richtig, so, los, schlag mich. Das das habe ich mich so verarschen lassen, die ersten Male. Das werde ich jetzt sicher machen. Fake-Props, die machen nichts mehr. Nee, mittlerweile wissen wir alle Bescheid. Ja, wenn man so wegrennt und sich kurz versteckt und dann so ein Fake-Prop macht, dann kann man vielleicht jemanden nochmal ablenken oder so. Ja. Ich hab nie Erfolg mit meinen Skills dabei. Ich denke, dass auf Distanz so ein Hexer ist ziemlich mächtig. Oh, Sucher. Oh, Ricky sucht. Oh. Okay. Hä? Jetzt meinen wir wirklich nur eine Runde Jäger. Na gut. Gut, okay. Nein. Oh, der Kuchen ist immer noch hier. Was könnt ihr mir als Hexen noch empfehlen, so als Fähigkeiten? Ich habe jetzt nur das Fake Prompt halt und. Dieser lila Würfel ist. Der lila Würfel ist richtig gut. Wenn du wegrennst, kannst du instant einfach was anderes werden. Der ist echt cool. Wie, verstehe ich nicht. Also du rennst weg und dann. Du gehst nicht einfach rein. Du ersetzt die Sache einfach. Du bist die Sache, die du siehst. Das ist super cool. Ich werde so drauf gehen. Wir folgen gerade alle. Das heißt, man macht die Fähigkeit am besten und dann drückt man am besten gar nichts, weil man dann. Quasi versteckt hast. Halt, ne? Ja, genau, richtig. Man kann es halt ein bisschen Entfernung damit überbrücken. Ich bin auch oder fällt man direkt runter, wenn man zum Beispiel. Fällt man direkt runter, wenn man eine Laterne ist oder so? Ich bin einmal als Blumenpott vorhin runtergefallen, dann direkt random, obwohl ich nicht. Hey, jetzt haben die uns beide. Ach. Nein, ich glaube, die wissen nicht, dass zwei Leute da waren. Oh mein Gott. Doch, er hat mich getötet. Ja, aber er ist ja weggegangen. Ich lieg hier noch da. Mit einem HP. Johnny, bist du das einfach mit einem HP? Holzbrett auf dem Dach? Ich bin ein riesiges Holzbrett auf einem Dach. Ich wusste nicht, dass du da warst. Ich wollte dich nicht umbringen. So naja, nee, du bist da voll in mich reingeraten. Da haben die so diese. Du bist da drüben, ne? Ja. Die nimmt man diese Granate so, wo diese ganzen Props zusammengeworfen werden. Der Staubsauger, ja. Ich wurde komplett mitgenommen, aber solange du noch lebst, ja gut. Also. Wie ist ja gemeinsam. Steuert, also. Steuert man die Fake Props auch irgendwie? Ja. Wenn du die hältst, kannst du dich so bewegen. Dann, wo du mit der Maus zielst, gehen die. Ah. diese Blumen. Was ist da für ein Effekt gerade? Diese Flasche da? 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde. Es sind irgendwelche. Ich glaube, das ist volles Mana, was man da aufheben kann. Die Jäger hinterlassen manchmal Buffs. Ach, ein Power-Up. Oh nein, bei mir ist gerade ein Gegner, glaube ich. Ja. Yep. Ach so, und die Plus-Dinge zieht man wie bei dir in der Nähe, Sammy. Oh mein Gott. Auf dich in Ruhe lassen. Stark. Die haben wirklich alles außer mich abgeworfen. Wie kann das sein? Jeden einzelnen Apfel, der dort liegt. Herrlich. Und du hast vorhin, was hast du gesagt, noch ein HP? Ich habe ein HP gerade. Oh, scheiße. Wie viel Glück. What the fuck? Da vorne liegt Heilung aber auf dem Weg. Willst du noch woanders hin? Willst du noch was anderes werden? Ich sehe es. Da liegt Heilung, ja. Es gibt Heilung? Da kommt keiner. Oh, Johnny, du liegst so dicht bei mir dran, ich sehe das jetzt. Das ist wirklich das schnell wieder zurück. Ja, ich dachte, du bist safe. Oh, kann auch durch. Einfach hier hinter, kurz. Irgendeiner ist der gerade hochgehüpft. Die sind alle hier in der Ecke, muss man sagen. Stimmt, ja. Das ist echt gut. Ich bin einfach so ein scheiß Blumenstrauß auf dem Dach, als ob man mich nicht erkennt. Ich bin dieses Brett einfach. Ich weiß, aber. Ach nee, da ist der Schke. Okay. Ja, ich bin hier unten der kleine. Da ist Maeve. Aber irgendwie passt du voll gut da rein, Johnny, ne? Ich weiß, das habe ich mir so gedacht. Ich sehe so. Dass man einfach denkt, das ist nur ein Stück Dach und kein Prop. Weil das ist ja dieselbe Farbe. Und es hat 60 HP, Maeve. Oh shit, ich habe nur 25. Was viel ist für eine Blume? Ich habe Angst. Große Angst. Oh, pass auf, Deschke, ist bei dir jetzt? Okay, sehr gut. Auf dem Dach gehen sie nicht. Ah, Deschke. Oh. Deschke hat seinen Würfel eingebaut. Das war aber eigentlich eine geile Idee. Schade.
Oh Gott, das Huhn ist gerade knapp an mir vorbei. Johnny, das, das da hinten, was leuchtet da so? Oh nein, das andere Huhn. Danke, Mann. Das ist, cool. das erste Versteck, wo ich auch zufrieden mit bin. Ja, das wirklich, dass du auch auf die Idee kamst, vor allem. Oh, so, yo, es könnte ja aussehen, wie, als wäre es in der Umgebung. Ja. Jetzt will ich gucken, komm. Da, sie dacht. Bei uns ist auch wieder Heilungszombie, aber das sind auch Gegner. Kann man da unten durch? Aua, nein, kann man nicht. Hexe kaputt. Jetzt hol dir mal Johnny an. Nicht so gut. Hey, Alter. Wie gut. Oh, Hexe haben gewonnen. Jawoll. Nice. Nice. Durchschnittliche Prop-Größe, 3,5 Meter einfach. Ein bisschen Zeit gebraucht, aber ist schon okay. Johnny war einfach ein riesiger Prop. Johnny war richtig gut versteckt. Er war einfach ein Toilettenhäuschen. Wie lange wollen wir Runden machen? Wann wollen wir Map wechseln? Oh, von mir aus können wir mal die Map wechseln. Ja. Also auch Folge beenden? Neue Folge dann? Das ist eine gute Frage. 40 Minuten, ne? 40 Minuten klingt auch gut. Ja, okay. Nicht zu lange auf der Map. Das kommt nächstes Mal wieder. Eine letzte Runde. Bonusrunde. 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 Ich will einfach nur sagen, wir haben schwach angefangen, aber wir haben uns ein bisschen eingependelt. Ja, ihr könnt ja nicht alles wissen. Ich glaube, kann alles essen. Shit. Ich glaube, ich mache mich einfach mal zu einer Leiter. Okay, ich bin einfach nur ein Blumentopf. Oh, ich bin hochgeschleudert worden. Oh nein. Das ist ja voll auch das schwere Versteck, was ich jetzt wieder habe. Oh, hallo. Hallo, cooles Versteck. Bisschen unfair, oder? Es gibt so viele unfaire Verstecke. Oh mein Gott, die Leiter ist so Molina, scheiße. 1A Versteck da oben, ich mach mal Problem, gell? Warte mal, ich? Ja, du hast doch oben 1A Versteck. Also, ja. Verrat mich nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Schwebende Sachen vor der Fresse? Es ist direkt einer neben mir. Ach ja. Maeve, ich sehe dich da oben. Was bist du denn? So, ich glaube, ich habe jetzt mal so ein richtig unfaires Versteck, aber dafür mache ich öfter Geräusche. Ach stimmt, ich kann Geräusche machen. Ich kann Geräusche, vergiss nicht immer. Vergessen ach, da unten bist du. Siehst du meine Silhouette, was ich bin? Du bist ein Dreizack, ne? Heugabel. Ja, so. Und der Heugabel. Der Zepter von Neptun. Ja! Wo bist du denn, Fully? Oh, sie haben mich gerade erwischt. Da oben. Ja. Das ist nicht gut. Ich höre die Kartoffeln fliegen. Oh mein Gott, die schießen. Sie haben mich schon wieder erwischt. Ah, jetzt haben sie. Oh, shit. Ich hab grad was losgeschickt, um dich zu. Oh Mann. Guck mal her, Moggy. Also, Ricky, Maeve. Obwohl, könnt mich finden. Im Haus bin ich. Oh mein Gott. Ne? Er hat dich! Hallo. Als ob! Warte, ich schick was hin. Na gut. Oh. Ich habe oft genug Geräusche gedrückt. Der Hakentreffer. Ja, man denkt immer, es ist unfair, aber auf einmal stand einer auch neben mir schon. Also, geht eigentlich. Hätte mich mal Morgi schneller gefunden. ich habe dich gefunden. Ja, und dann waren sie schon bei mir. Naja, aber trotzdem, ich habe es doch gesehen. Genau zum richtigen Moment. Ich muss sagen, ich denke, Maeve wird das Ding für uns nach Hause holen. Ja. Ich denke auch. Neptuns Zepter ist echt stark. Maeve, ich drücke auf jeden Fall regelmäßig die Tasten, dass wir wissen, dass er einer in der Nähe ist, ne? Oh Gott, da kommt einer. Vielleicht drückst du zu oft. Ja, vielleicht drücke ich das mal kurz nicht. Sehen die, wenn ich das den Geist losschicke? Ja? Oh nein, die können theoretisch sehen, aber schwer. Ricky, tu alles, nur hilf mir bitte nicht. Ich helfe dir. Oh mein Gott, Ricky! Keine Sorge, Baby, ich helfe dir! Wie kann nichts passieren? Helf mir bitte nicht, Ricky! Ich suche das AFK, das ist Johnny, oder? Ja, klar, das natürlich. Johnny. Und er ist auch gerade kurz aus dem Discord rausgekommen. Was macht denn der? Vielleicht ist sein Discord wieder gecrashed? Vielleicht sollte er sein PC mal neu starten. Dieses Monster, was wir losschicken, was ihnen ins Gesicht springt, sehen die nicht, was auf die zufliegt, oder? Doch, ja, aber. Erwischt, oder? Doch, ich glaube, das kann man sehen, aber sehr schwer. Oh. Ja, bevor ich jetzt mal Aura habe. Ja, jetzt, wenn Johnny AFK ist, ist es halt easy.
Ah, ist wieder da. Er kommt zurück und tötet instant. Oh Gott, er kommt direkt hoch zu mir. Ich habe jemanden abgelenkt, alles gut. Ich helfe dir, Maeve, keine Sorge. Wieso hilft mir nicht? Was soll das tolles heißen? Ich bin der beste Widget-Spieler der neuesten Generation. Fully lebt ja, auch noch. In der Generation gab es aber bessere. Ja. In der alten Generation war bessere, aber der neue ist wirklich geil, eigentlich. Ach, da oben ist Fully? Ja. Ach, Fully lebt auch noch. Ja, der kann Apfel da oben am Fenster. Kann ich eigentlich ein bisschen Schabernack machen? Richtig gut. Ja, klar. Oh. Ach, die Heugabel gehört aufs Dach. Aber Johnny denkt sich nicht viel dabei. Er hat die direkt aus dem Blick verloren. Ich glaube, der Füller hat's geschafft. Ja, ich hab sie ab. Ich lenk sie ab mit dem Fake. Ich lenk sie auch die ganze Zeit. Oh, Alter, hatte, oh shit. Alter, das zeigt halt sich gar nicht. Yeah. Jawoll. Nice. Yeah. Kann ich die Map einfach gezielt hier wechseln? Oder muss ich neu hosten? Ich glaube, Johnny will mal seinen PC neu starten. Ja, oh, ja, wahrscheinlich, schon weg. Ne? Ja. So er hat gesagt, der Discord schmiert ab. Er ist schon wieder weg. War auf jeden Fall eine spaßige Folge. Ja. War super lustig. Nee, es war nicht nur eine spaßige, es war auch die erste Folge. Ja. Es war die beste Folge, die wir je gemacht haben. Vor allem die erste Folge mit dir, Hockey. Ich kann jederzeit die Regeln umstellen und Map ändern. Ja. Das ist cool. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Neue Map. Tschüss. Ciao.